Endlich mal eine gute Nachricht. Die Erde wird grüner. In den vergangenen 20 Jahren ist ein überraschender Trend zu beobachten und insbesondere die Top-Klimasünder sind ganz vorne mit dabei. Dabei war zu Beginn dieser Untersuchung das Grünerwerden noch ein Rätsel. Doch es gibt einen Wermutstropfen. Klick zum Nature. Hier gibt es täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Das zunehmende Grün wurde erstmals Mitte der 90er Jahre mit Hilfe von Satellitendaten von Ranga Mineni von der Boston University und seinem Team entdeckt. Sie waren absolut verblüfft und hatten keine Erklärung. Sie wussten einfach nicht, ob menschliche Aktivitäten eine der Hauptursachen waren. Und in den letzten 20 Jahren wurde die Entwicklung noch umfassender. Diese neue Erkenntnis wurde durch einen fast 20-jährigen Datensatz eines NASA-Instruments ermöglicht, das die Erde auf zwei Satelliten umkreist. Es heißt MODIS, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, und bietet mit seinen hochauflösenden Daten sehr gute Informationen und sehr genaue Informationen über das Geschehen der Erdvegetation. Das ist wirklich beeindruckend. Es geht um die Fläche des gesamten Amazonas-Regenwaldes, um die das Grün auf unserer Erde zugenommen hat. Der Effekt resultiert hauptsächlich aus ehrgeizigen Baumpflanzprogrammen in China und intensiver Landwirtschaft in Indien und China. Insgesamt bedeutet die Begrünung des Planeten in den letzten zwei Jahrzehnten eine Zunahme der Blattfläche von Pflanzen und Bäumen, die der Fläche aller Amazonas-Regenwälder entspricht. Gegenüber den frühen 2000er Jahren gibt es jetzt mehr als 2 Millionen Quadratkilometer zusätzliche grüne Blattfläche pro Jahr. Ein Anstieg von 5%. China und Indien machen ein Drittel der Begrünung aus, machen jedoch nur 9% der Landfläche des Planeten aus, die mit Vegetation bedeckt ist. Eine überraschende Entdeckung, wenn man die allgemeine Vorstellung von Landverschlechterung in bevölkerungsreichen Ländern durch Übernutzung berücksichtigt. Das sagte Chi Shen vom Department of Earth and Environment an der Boston University in Massachusetts und Hauptautor der Studie. Und Rama Nemani, ein Wissenschaftler am Ames Research Center der NASA im kalifornischen Silicon Valley und Mitautor der neuen Studie dazu. Mit diesen Langzeitdaten können wir tiefer gehen. Als die Begrünung der Erde zum ersten Mal beobachtet wurde, dachten wir, dass dies auf ein wärmeres, feuchteres Klima und die Befruchtung durch das zugesetzte Kohlendioxid in der Atmosphäre zurückzuführen ist, was zum Beispiel zu mehr Blattwachstum in den nördlichen Wäldern führte. Mit den MODIS-Daten, die es uns ermöglichen, das Phänomen in wirklich kleinen Maßstäben zu verstehen, sehen wir, dass auch der Mensch dazu beiträgt. Chinas übergroßer Beitrag zur globalen Begrünung stammt zu einem großen Teil, rund 42%, aus Programmen zur Erhaltung und Erweiterung der Wälder. Diese wurden entwickelt, um die Auswirkungen von Bodenerosion, Luftverschmutzung und Klimawandel zu verringern. Weitere 32% und 82% der in Indien beobachteten Begrünung stammen aus dem intensiven Anbau von Nahrungspflanzen. Die für den Anbau von Kulturpflanzen genutzte Landfläche ist in China und Indien mit mehr als 770.000 Quadratkilometern vergleichbar und hat sich seit Anfang der 2000er Jahre kaum verändert. Dennoch haben diese Regionen sowohl ihre jährliche Gesamtgrünblattfläche als auch ihre Nahrungsmittelproduktion stark erhöht. Dies wurde durch mehrere Anbaumethoden erreicht, bei denen ein Feld mehrmals im Jahr neu bepflanzt wird, um eine weitere Ernte zu erzielen. Die Produktion von Getreide, Gemüse, Obst und vielem mehr hat seit 2000 um 35-40% zugenommen, um die große Population zu ernähren. Wie sich die Begrünung in Zukunft ändern kann, hängt allerdings von zahlreichen Faktoren ab. So wird die Nahrungsmittelproduktion in Indien durch die Bewässerung mit Grundwasser gesteigert. Wenn das Grundwasser erschöpft ist, kann sich dieser Trend ändern. Und das wird schon bald der Fall sein. Jetzt, da wir wissen, dass der direkte menschliche Einfluss ein entscheidender Faktor für die Begrünung der Erde ist, müssen wir dies in unsere Klimamodelle einbeziehen, sagt Nemani. Dies wird Wissenschaftlern helfen, bessere Vorhersagen über das Verhalten verschiedener Erdsysteme zu treffen, was den Ländern helfen wird, bessere Entscheidungen darüber zu treffen, wie und wann sie Maßnahmen ergreifen sollen. Allerdings weist das Forschungsteam darauf hin, dass die weltweite Begrünung den Schaden durch den Verlust natürlicher Vegetation in tropischen Regionen wie Brasilien und Indonesien nicht ausgleichen kann. Die Folgen für Nachhaltigkeit und Artenvielfalt in diesen Ökosystemen bleiben bestehen. Deswegen dieses Video anschauen. Amazonas Regenwald, Abholzung fast verdoppelt. Also anklicken, anschauen und unbedingt Klick zum Nature abonnieren. Hier gibt es immer die aktuellen Natur- und Umwelt-News. Also bis dann. Bleibt dran.